Was kann schon ausmachen, wenn ich mit meinem Knüppel noch ein bisschen zuschlage? Sicherheitshalber. Wir haben Befehl, ihn atmend in den Terminationssaal zu bringen. Sie reagieren zurzeit etwas überempfindlich, wenn Sie Insassen terminieren sollen, die bereits terminiert sind. Das Schöne am terminiert werden ist, dass man die Wahl hat, an was man sich erinnern will. Und dass man den ganzen Rest mitsamt dem Strandgut über Bord werfen kann. Was gerade an mir vorbeischwimmt, ist eine Magnumflasche armenischen Cognacs. Ein tödlich aussehender Munitionsspender mit dem Etikett 9x19mm Parabellum Luger. Ein paar pechschwarzer glänzender Seidenstrümpfe, die in pechschwarz glänzenden sehr hohen Stilettoabsätzen münden. Allerdings und bedauernswerterweise ohne die dazugehörigen Beine. Und eine aufgebrochene Tür, auf der ich Marl Priv Dedic entziffern kann. Unbeholfen hingekritzelt und etwas verwischt auf der verdreckten Glasscheibe. Ich würde Ihnen gerne sagen, wer ich bin. Aber wenn ich mein Erbsenhirn absuche, nach dieser kostbaren Information sehe ich nur die Gurte einer Zwangsjacke, Gehirnsonden, die Elektroschocks registrieren oder Spritzen, die mit einer speziellen Märchenflüssigkeit gefüllt werden. Das soll mich daran hindern, den weißgekleideten Genossen, die mir alle diese wundervollen Dinge verpassen, den Unterkiefer zu zerschlagen. Wenigstens bin ich jetzt an einem besseren Ort. Oder vielleicht auch nicht? Denn jedes Mal, wenn ich versuche, eine dieser vorbeitreibenden heiligen Flaschen mit armenischem Cognac zu entkorken, lacht sie mir in mein dummes Punim und löst sich in einem Strudel auf. Inshallah, Marlow. Von David Zähn-Meyrowitz. Musik Bernd Koll. Regie Jörg Schlüter. Oh, armenischer Cognac. Lauwarme Limonade. Sie könnten übrigens ein Bad gebrauchen. Ich bin Patriot. Ich habe unserer ausgedörrten Nation geholfen, Wasser zu sparen in den letzten, was, 5 Jahren? 5 Jahre? Mhm. Wo sind Sie gewesen? Nun. Sie wissen es nicht. So langsam kommt's mir wieder, per Bummelzug. Der lange Weg über den Gebirgspass im tiefsten Winter. Sind Sie hier, um mir wieder eine Spritze zu verpassen? Spritze? Sie sind terminiert worden. Das war die letzte Information, die ich von den Sozialarbeitern in der staatlichen Psychuschka bekommen habe. Ich habe gehört, wie Sie mich offiziell für terminiert erklärt haben. Nun, dann wird man ja diese Bekanntmachung auch ausführen. Warum sollte irgendwer Ihren Tod wollen? Warum sollte mich irgendwer lebendig wollen? Ich bin froh, Sie lebendig zu sehen. Das wäre schon mal einer. Zu spät, Kumpel. Ich will übrigens nicht unhöflich sein und mich in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen, aber da ist eine Frage, die auf meiner Unterlippe zittert. Und zwar? Wer zum Teufel sind Sie? Oh, Burianov. Großhandel. Und wer bin ich? Sie wissen nicht, wer Sie sind? Ich kann mich nicht erinnern. Ich dachte, Sie könnten mir behilflich sein. Bedauere, man hat mir keinen Namen gegeben, nur Ihre Person geliefert. Und wo bin ich hier? In meinem Hotelzimmer. Na sowas. Was würde wohl meine alte Babuschka sagen, wenn sie wüsste, dass ich mich im Hotelzimmer eines fremden Mannes verkrieche, mit nichts als einem Slip zwischen mir und der Indiskretion? Was würde sie denn sagen?
Nun, auf ihrer letzten Postkarte sagte sie, sie sei da oben im Bolschewikenparadies und teile Borscht an verschiedene umgekommene Politbüro-Zwerge aus. Ich muss also ihr zuliebe sagen, Sie haben genau 30 Sekunden Zeit, Mister, um mir zu erklären, warum ich hier bin, bevor ich anfange, an Ihren Fingern zu arbeiten. Sie sind nicht in der Verfassung, an irgendwem zu arbeiten. Nicht mal an sich selbst. Aber ich antworte trotzdem. Sie sind hier, weil ich einen Job für Sie habe. Was für einen Job? Ich habe keine Fertigkeiten, Mister. Außer mit den Schneidezähnen Bierflaschen zu öffnen und die Knochen von Fingern auszurenken, die mir Missbilligung zuwinken. Ich habe einen Job, den Sie beherrschen. Die einzige Arbeit, für die ich je zugeschnitten war, könnte... Gift vielleicht? Gift? Sie wurden mir von zuverlässigen Quellen als ein Giftexperte empfohlen. Wirklich? Sie meinen, ich bin am Ende doch zu was gut? Worum geht es überhaupt? Nichts Besonderes. Ein Zwist zwischen Leitenden, Geschäftsleuten verschiedener Firmen, der auf diese Weise gelöst wird. Eine banale Angelegenheit. Ein bisschen Gift. Sie sind Experte in diesen Sachen. Ja, kann sein. Also, vielleicht habe ich tatsächlich mal... Aber das war vor meinem unbezahlten Urlaub im staatlichen Asyl. Ich bin etwas eingerostet. Keine Sorge, das wird Ihnen schnell genug wieder einfallen. Und was für ein Gift soll bei diesem Mord benutzt werden? Oh, das müssen Sie entscheiden, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist... Nun, wenn ich jemanden vergiften sollte, musste ich ein ernstes Gespräch mit mir selber führen. Wer immer ich auch sein mochte. Jedenfalls war es das erste Tageslicht, das ich seit 5 Jahren sah. Nur Moskau schien sich seit meiner Einlieferung in die Psychuschka ein bisschen verändert zu haben. Sie hatten den ganzen Schnee von den Straßen geschaufelt und am Fuß einer Gebirgskette aufgehäuft, die sie offenbar während meiner Abwesenheit errichtet hatten. Aber bei der Gelegenheit hatten sie auch die Pflastersteine entfernt und nur einen dicken Staubteppich auf der Straße gelassen. Staub, der beim Gehen aufwirbelte. Die Damenmode schien in diesem Jahr ausnahmslos ein knöchellanges schwarzes Gewand zu sein, bis über den Kopf, so dass alles, was man sehen konnte, ein paar verdunkelter Augen war, die aus schmalen Schlitzen lugten. Das war auch neu. Früher krächzte die Stimme von Warzenschwein Brezhnev gefälschte Industrieerfolgsstatistiken aus den öffentlichen Lautsprechern. Vertrau nur den Augen an deinem Arsch. Zu spät. Ein bisschen erfrischende hausgemachte Limonade, mein Freund. Ich fürchte, meine empfindlichen inneren Organe können so viel von dem Zeug an einem Nachmittag nicht verkraften. Vielleicht, wenn Sie es mit einem Schuss Bourbon mischen, sagen wir zu 3/4? Alkohol ist hierzulande verboten. Im Ernst? Ja. In dem Fall habe ich nicht nur die letzten 5 Jahre geschlafen. Ich bin auch noch in den Albtraum eines anderen geraten. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das Volkskommissariat für sozialistische Moral? Mohammed hat sich das ausgedacht. Nun, dann richten Sie dem Genossen Mohammed aus, dass er nicht weiß, was ihm entgeht. Wo sind übrigens die 2 Schläger, die mich auf der Straße bewacht haben? Auf Dauerurlaub in Valhalla. Was macht Ihr Kopf? Was sollte der machen? Sie sind beim Sturz aufgeschlagen. Den Kopf aufschlagen ist mein Lieblingssport, Mister. Wenn er mir nicht wenigstens 2-mal im Monat aufgeschlagen wird, habe ich Entzugserscheinungen. Da ist nur noch Sägemehl drin und eine Erbse als Ersatz für mein Gehirn, so dass es nicht einmal mehr wehtut. Egal, wir brauchen Ihr Erbsenhirn funktionsfähig. Wozu würde irgendwer ausgerechnet mich brauchen? Ich habe gehört, Sie haben ja einen Job zu erledigen. Ist das nicht so, mein Freund?
Ach ja, scheint so, dass ich irgendwen vergiften soll. Stimmt. Mich? Nun, ich bin erfreut, die Bekanntschaft des Mannes zu machen, den ich terminieren soll. Das erspart mir ein Empfehlungsschreiben und eine Visitenkarte. Hatte Ihr Papi genug Zeit, Ihnen einen Namen zu geben, bevor er wieder unter die Bettdecke schlüpfte? Hafizullah Amin. Hafizullah Amin. Und Sie? Irgendwie muss man Sie doch genannt haben in der Besserungsanstalt. Natürlich. Hey du, Scheißkerl, haben Sie gerufen. Ich denke, das muss wohl mein Name sein. Naja, Sie tun nur, wofür man Sie trainiert hat. Das Blaue vom Himmel lügen. Und das machen Sie gut, muss ich zugeben. Im Augenblick bleiben wir also bei Hedu. So heißen Sie, solange Sie mein Gast sind. Gast? Mhm. Ich dachte, ich soll Sie vergiften. Ja, das werden wir Sie glauben lassen. Aber Sie werden jemand anderen vergiften. Mhm. Nur, Sie sind dreckig und stinken. Tschüss. Dabei sollen Sie sich doch wohlfühlen in Ihrer Haut, wenn Sie Ihren Job erledigen. Meine Männer werden Sie nach unten in den Hammam begleiten. Sie werden Sie massieren und perfekt sauber schrubben. Mit Stahlwolle und Salzsäure vermute ich, Herr... Amin. Amin. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege mal wieder irgendwann, irgendwo. Inshallah. Gesundheit. Ach übrigens, es wäre nichts einfacher, als Sie töten zu lassen, wie Sie wissen. Könnte ich noch immer. Würde ich vielleicht. Behalten Sie das im Sinn. Es ist zwar eine unbedeutende Einzelheit, aber ich wüsste zu gerne, wo ich ungefähr bin. Das wissen Sie nicht. Sie sind in Kabul. Kabul? In dem Stadtteil war ich noch nie. Wo kriege ich den Bus zurück nach Moskau? Die bärtigen Metzgerlehrlinge praktizierten ihre edle Kunst auf meinem Rücken. Besser gesagt, was davon nach den täglichen Knüppeln in der Psychuschka noch übrig geblieben war. Sie waren so schweigsam und präzise wie die Hackmesser, die sie anstelle von Händen hatten. Und während ich da auf dem marmornen Massagetisch lag und in die Welt jenseits des Schlafs entglitt, erinnerte ich mich, dass einer der Nebeneffekte von Elektroschocks dazu diente, den Patienten von der unkontrollierbaren Last des Träumens zu befreien. 5 Jahre leerer Schlaf und das schwarze Loch meines Hirns war geduldig und demütig geworden, in harmonischer Übereinstimmung mit dem schwarzen Loch der Welt um mich herum. Und als ich mich wachgeschreckt hatte, riefen die Hände auf meinem Rücken leise Erinnerungen in mein Gedächtnis, in die Leere meines Gehirns. Diese Hände erinnerten mich plötzlich an etwas, das ich eigentlich vergessen haben sollte. Ja, jetzt dämmerte es mir wieder. Tief atmen. Dein Rücken ist ein Kriegsschauplatz. Ja. Wann hast du dich zum letzten Mal entspannt? Oh. Tja, eine knallharte, humorlose Krankenschwester. In der alten Psychuschka hat mir meine Uhr geklaut, während ich damit beschäftigt war, ihre Beine zu bewundern. So, dass ich dir das genaue Datum nicht sagen kann. Oh. Gut. Ich bin da, um dir jetzt beim Entspannen zu helfen. Und was ist aus den Metzgerjungs geworden, die mich weich geklopft haben, kurz bevor ich eingeschlafen bin? Die sind im Paradies, wo sie von 72 Jungfrauen unterhalten werden. Oh, und auf Nummer 73 konnten sie verzichten, so dass ich dich ganz für mich allein habe, so, so. Mach dir nicht so große Hoffnungen. Dein Körper braucht Aufbauhilfe. Nein, nicht umdrehen. Stilllegen und nicht reden. Sie war nur mit einem Bademantel bekleidet und einem Seidentuch über dem Gesicht. Das erinnerte mich, ja, an die Geschichte von dem tapferen Mädchen der Roten Pioniere namens Scheherazade.
das den Lagerkommandanten nachts mit ihren Abenteuergeschichten wachhielt. Und hier war sie, Scheherazade. Ihre Finger riefen meinen terminierten Korpus zurück an einen dunklen Ort, der dem Leben ähnlich war. Lebst du von dem Job hier? Stell keine sinnlosen Fragen. Was soll ich denn sonst mit meinem Mund machen? Ich könnte dir ein paar Übungen beibringen. Wann könnte das sein? Nicht bevor du endgültig abgeschrubbt bist. Abgeschrubbt? Ja, Herr Marlow. Da sind die Hammam-Regeln. Nach der Massage musst du im türkischen Bad bis zu den Poren und noch tiefer abgeschrubbt werden. Es soll ja wehtun. Jasmina schrubbte mich mit einem Spezialschwamm, der mich liebkoste wie ein Stachelschwein. Hin und wieder tauchte sie eine Kelle in kochendes Wasser und sprühte etwas davon auf die Steine, die zischend Dampfwolken aufsteigen ließen. Nur um meine verklebten Poren zu öffnen. Sie hatte ihren Bademantel abgelegt und bearbeitete mich jetzt nur in ein dünnes Handtuch gehüllt. Über dem Gesicht hatte sie diesen schwarzen Schleier aus Gründen der Züchtigkeit. Übrigens, ist da ein Name für dieses dunkle Punim hinter dem Gesichtsvorhang? Jasmina. Gut zu wissen, Jasmina. Weil mir da eine dieser brennenden Fragen auf der Zunge liegt, die ich dir stellen muss. Auch wenn die Hammam-Regeln diskretes Schweigen vorschreiben. Willst du nie die Klappe? Nein, Scheherazade. Ich fürchte, das ist eine schlechte Angewohnheit, die ich von meiner redseligen Hebamme geerbt habe. Was fährst du? Du verrenkst mir den Arm. Nur vorsichtshalber. Erlaube mir zunächst einmal, dich zu belehren, meine Zuckerpuppe, dass eine professionelle Massage bei den Schultern anfängt und dann der Autobahn des Rückgrats folgt. Jede echte Masseuse, was du eindeutig nicht bist, weiß das. Aber zur eigentlichen Sache. Vorhin auf dem Massagetisch hast du mich mit einem Namen genannt, einem Menschennamen. Das war eindeutig ein Lapsus. Aber ich fand seinen Klang ganz besonders süß. Also, sag ihn noch mal. Wie lautete dieser Name? Weiß ich nicht. Vielleicht kann dir etwas frisches Wasser die Spinnweben aus dem Gedächtnis waschen. Du bist wahnsinnig. Lass mich los. Sobald du wiederholst, wie du mich genannt hast. Ich möchte es noch einmal hören, um eine gewisse tiefe Neugier in mir zu befriedigen. Ja? Nein? Oder Wasser? Marlow! Wer ist Marlow? Ich... Wer ist Marlow? 10 Sekunden. 5. 2. Du bist das. Woher weißt du das? Woher? Das haben sie mir gesagt. Wer sind sie? Das weiß ich nicht. Ihr solltet jemanden massieren und schrubben, den sie Marlow nannten. Mehr weiß ich nicht. Es spielte keine Rolle, dass sie log. Denn plötzlich überquerte er, Marlow, den Boulevard und kam langsam in meine Richtung. Er starrte mich an und achtete nicht auf den starken Verkehr, der von rechts und links auf ihn zukam. Ich schrie, um ihn zu warnen. Aber kein Laut kam aus meinem Mund. Schweigend streckte er die Hand aus, flehend, damit ich ihn über die Schnellstraße zog und in die Arme nahm. Und dennoch, Und
Sie haben sie laufen lassen? Laufen lassen? Sie ist doch eine von Ihren Leuten. Sie gehört nicht zu meinen Leuten. Sie ist eine von denen. Jetzt läuft sie frei herum in Kabul. Wie ist sie dann in Ihren privaten Hammam gekommen? Das bedeutet, man hat sie bei mir eingeschleust. Wir brauchen also eine weitere Reinigungsaktion. Und Sie werden sich so bald wie möglich an die Arbeit machen müssen. Das heißt? Heute Abend. Was wird hier gespielt, Armin? Sie müssen ein hundertprozentig wirksames Mittel finden, um einen Mann namens Nur Mohammed Taraki zu vergiften. Er misstraut sämtlichen traditionellen Methoden. Ich könnte ihm was ins Essen streuen, aber er kommt mit seinen Vorkostern und wartet, bis sie verdaut haben oder den Löffel fallen lassen. Er trinkt nur Flaschenwasser. Nichts, woran er nicht gedacht hätte. Warum erschießen Sie ihn nicht einfach? Sind Sie verrückt? Wenn das rauskäme, das würde Bürgerkrieg bedeuten. Bürgerkrieg? Sind Sie wirklich so naiv? Offenbar ja. Was haben Sie gesagt, wie Sie wirklich heißen? Ich habe das nicht gesagt. Sie hat es gesagt. Marlow. Und welche Methode sollten Sie anwenden, um mich zu vergiften, Marlow? Das hat mir Burjanow nicht gesagt. Und wer ist Burjanow? Ein Geschäftsmann. Nachdem ich terminiert worden war, bin ich in seinem Hotelzimmer aufgewacht. Sie sind nicht terminiert worden. Es war kein Hotelzimmer. Und er ist nicht Burjanow. Es war das russische Konsulat. Und er heißt Jepischew. Ich darf nicht wissen, dass er in Kabul ist. Aber er ist hier. Und ich weiß es. Und jetzt, wo das Mädchen frei ist, wird er wissen, dass ich es weiß. Deshalb ist keine Zeit zu verlieren. Sie müssen diesen Taraki beseitigen. Warum ich? Heute Abend, weil Taraki sie nicht kennt. Er verdächtigt alle, die er kennt. Selbst seine eigene Mutter. Und er ergreift ausgeklügelte Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich bin. Und habe gerade erst angefangen, die Stimmen auszumachen, die in meinem Hirn die zwei Silben schreien. Marlow. Sie werden Taraki vergiften. Und zwar damit. Was ist das? Sie sind der Experte, sagen Sie es mir. Shurgak. Shurgak. Man gewinnt daraus ein schnell wirkendes Gift. Wie kann ich sowas wissen, wenn ich mir nicht mal meines eigenen Namens sicher bin? Wenn Jepischew Sie angeheuert hat, mich zu vergiften, dann weil er Ihre Fähigkeiten kennt. Er würde es nicht riskieren, einen Außenseiter herzubringen, wenn er seiner Sache nicht sicher wäre. Shurgak ist eine echte Rarität und außerordentlich selten. Taraki hat es nie gesehen oder den Namen gehört. Soweit man weiß, wächst das Zeug nur in einem einzigen Dorf im Hindukuschgebirge. Sagen Sie mir die Wahrheit. Sehe ich wirklich wie ein Mörder aus? Nein. Sie sehen aus wie ein Klochar. Ich habe afghanische Leprakranke gesehen, die in besserem Zustand waren als Sie. Shurgak funktioniert am besten auf einer offenen Wunde. Taraki hat eine tiefe Narbe zwischen den letzten beiden Fingern seiner rechten Hand, wo Sie es draufdrücken werden, wenn Sie ihm als Mitglied der sowjetischen Delegation die Hand schütteln. Sowjetische Delegation? Er gibt heute Abend eine Cocktailparty für die sowjetische Delegation. Ich dachte, Sie trinken hierzulande keinen Alkohol. Und wie sollte man Russen denn sonst bewirten? Amins Luxusquartier für mich war eine 2x4 Meter große Lehmhütte. Kein Wasser, kein Strom, ein verwurmter Teppich als Matratze. Kein Schloss an der Tür oder irgendeine Möglichkeit, sie zu verschließen. Es sei denn, einen Stein davor zu schieben. Jeder konnte jederzeit einfach reinkommen. Und das schien genau der Punkt zu sein. Ich war leichte Beute. Ein unbewegliches Ziel, eine Tontaube, wie wir zu sagen pflegten. Wer pflegte das zu sagen? Worüber? Wie konnte ich sowas wissen? Instinktiv fasste meine Hand an den Gürtel meiner Hose, fand dort aber bedauerlicherweise nicht das, was sie suchte. Halt!
Ich bin's. Warum hast du dich nicht angemeldet? Ich hätte dich töten können. Ich dachte, du würdest mich nicht reinlassen. Ich hätte dich ohne dein Gesichtsform auch nicht wiedererkannt, Scheherazade. Sie bringen mich um, wenn sie mich finden. Du musst mir helfen, Marlow. Vergiss es, Zuckerpuppe. Das entspricht so gar nicht meinem Verhaltenskodex. Tut mir leid, was ich getan habe. Tja, weißt du, ich habe es zu meiner Politik gemacht, niemandem irgendwas zu verzeihen, der mit dem edlen Ziel meiner Ausrottung antritt. Aber in diesem Fall bin ich doppelt unversöhnlich, weil ich nicht einmal weiß, was du eigentlich versucht hast, mir anzutun. Und warum? Ich weiß nur, dass du deinen Ruf als Scheherazade verdient hast, weil du nicht ein einziges Körnchen Wahrheit erzählst. Wenn sie mich auf der Straße finden, kriege ich eine Kugel in den Nacken, nachdem sie mich vergewaltigt haben. Tja, Männer wollen immer nur das eine. Marlow. Was soll das denn jetzt werden? Alle alten Instinkte sagten mir, Straßensperre, Stopp. Aber 5 Jahre Gefühlsrepression in der Psychuschka führen nicht unbedingt zu vernünftigem Verhalten. Als ich aus dem schnellen Augenblick des Glücks aufwachte, blickte ich in die Läufe zweier AK-47. Ich ließ meinen Blick langsam wandern und konnte 2 Massen von Gesichtshaaren ausmachen. Vergraben in schwarz-weißen Tüchern, die um den Hals gewunden und dann über den Kopf gezogen waren und dort eine Art aufgeblähten Pfandkuchen bildeten. Ihr seid also Jebyschevs Jungs. Oder seid ihr Amins Jungs? Oder die von Taraki. Übrigens, was habt ihr mit der Frau gemacht? Die kleine Flasche mit dem Shurgak-Gift war weg. Deswegen war sie also gekommen. Da waren mehr als 2. Mir gingen die Lichter wieder aus, aber diesmal war ich voll bei Bewusstsein und wurde irgendwohin transportiert mit einer Kapuze aus stinkigem Öltuch über meinem Puni und um den Hals zugebunden. Das war schade, denn ich hatte gerade angefangen, meine kleine Touristenexkursion ins Alibaba-Land zu genießen und mich darauf gefreut, ein bisschen Sightseeing zu machen. Ich hatte meine Gastgeber ziemlich unterschätzt. Was soll denn das werden? Sie hatten mich nicht nur zum Sightseeing in die atemberaubenden, schneebedeckten Berge gebracht, sie waren auch so aufmerksam gewesen, mich mit einem Seil an einem Fuß aufzuhängen. Über einem Tal ungefähr 500 Meter unter meinem Kopf, damit ich den großartigsten Blick auf die darunterliegende Landschaft hatte. Wunderschönes Land, nicht wahr, Ungläubiger? Nicht schlecht, Kumpel. Aber du hast noch nichts gesehen, wenn du den Kaukasus nicht gesehen hast. Oh, doch, habe ich. Dort bekam ich meine Militärausbildung, bevor ich die Seiten gewechselt habe. Ich bin Ghulam Ali, bekannt als Mukhtar, Mujahedin. Welches Bild beschwört das in deinem Geist herauf? An der Achillesferse über einem Gebirgspass zu hängen. Du behauptest also nicht zu wissen, wer ich bin. Ehrlich gesagt, Ali Baba, ich bin nicht mal sicher, wer ich bin. Mal sehen, ob dir ein bisschen Schaukeln am Seil hilft, dich zu erinnern. Ich bin Marlow! Was? Du auch? Wieso? Wie viele von mir gibt es denn? Dutzende. In unserem sowjetischen Ausbildungslager gab es eine Legende von einem gewissen Privatdetektiv, dem einzigen, der in der Sowjetunion zugelassen war. Marlow. Jewgeni Marlow. Knallhart und nicht tot zu kriegen. Nun, es ist offenbar mein Pech, dass ich wirklich Marlow bin. Schau dich an. Wenn ich Marlow wäre, in deiner Lage, ich würde mich schämen, es zuzugeben. Das bin ich, beschämt. Mach dir nichts draus, Ungläubiger.
In ein paar Sekunden werden meine Männer mit ihren Übungen anfangen. Der Sinn dieser Übungen ist, dass du in möglichst kurzer Zeit verrätst, warum du nach Kabul geschickt worden bist. Ich sollte jemanden vergiften. Wen? Er heißt Taraki. Wann? Heute Abend bei einer Cocktailparty. Nun, zufälligerweise ist Taraki vergangene Nacht mit einem Kissen auf dem Kopf schlafen gegangen. Ein ziemlich gedankenloser Fehler von ihm, den er jetzt im Paradies bereut. Hast du ihn auf den Weg geschickt? Nein, gestern Abend war ich anderweitig gesellschaftlich verpflichtet. Wer bist du, Ungläubiger? Und was machst du in Kabul? Ein Händler namens Borjanow hat mich hergebracht, aber dann hat er seinen Namen plötzlich in Jepischew geändert. Warum hat dich Jepischew hergebracht? Um jemanden namens Hafizullah Amin zu vergiften. Präsident Amin? Präsident? Ist er das? Und warum solltest du Amin vergiften? Sag deinem Peitschenaffen, er soll weitermachen. Ich habe auf deine Frage wirklich keine Antwort. In welcher Abteilung des KGB dienst du? In der Marlow-Brigade. Wer hat dich angeheuert? Jepischew oder Amin? Jepischew und Amin. Beide? Zusammen? Nein, Borjanow. Jepischew, um Amin zu vergiften. Amin, um Taraki zu vergiften. Weshalb? Geschäfte, schiefgelaufen. Geschäfte? Hör zu, Ghulam Ali. Mukhtar für dich. Mukhtar, ich war 5 Jahre in der Psikuschka. Weißt du, was das ist? Natürlich. Warum langweilst du mich mit dieser Lappalie? Weil ich gar nichts weiß. Von nichts. Nicht einmal, warum ich nichts weiß. Sie haben dich gut trainiert, Ungläubiger. Aber selbst du wirst zerbrechen. Wenn deine Zunge die Wahrheit nicht sagen will, schlitzen wir kleine Löcher rein. Wir werden machen, dass du stotterst wie Jepischew. Jepischew stottert nicht. Stottert nicht? Nein. Sicher? Bei der Jungfräulichkeit meiner Mutter. Wie sieht Jepischew aus? Groß, blond, elegant, Schnurrbart. Elegant. Seine Hände, hast du seine Hände gesehen? Dichter Haarbüschel, sogar auf den Fingern. Pawlowski. In dem offenen Jeep, in dem 4 Personen bequem Platz hatten, hielten 6 der Mudschahedin ihre AK-47 an meinen Kopf, während Ghulam Ali alias Mukhtar weiter mit seinem Messer rumfuchtelte. Jepischew ist Chef des politischen Aufsichtsrats der Armee. Ein Bürokrat, ein Schwächling. Pawlowski ist Kommandant der sowjetischen Landstreitkräfte. Er sagte, er sei Borjanow, Großhandel. Mordgroßhandel. Wenn du wirklich Pawlowski gesehen hast, kann er nur aus einem Grund hier sein. Und zwar? Ärger! Kannst du dich an das Gebäude erinnern, wo er dich empfangen hat? Unmöglich. Woran erinnerst du dich? Da sang einer aus einem Lautsprecher. Idiot! Der Muezzin! Davon gibt es mindestens 5 in jedem Viertel. Ich könnte die Stimme des Sängers wiedererkennen. Wenn du nicht redest, Ungläubiger, werde ich dir 9 Finger abschneiden. Warum willst du mir einen lassen? Damit du mir das Gebäude zeigst, wo Pawlowski ist. Warte. Amin sagte, dieser Jepischew sei im russischen Konsulat. Woher sollte Amin das wissen? Er war ganz sicher. Wie bist du überhaupt in Amins Nähe gekommen? Er ist ständig von Leibwächtern umgeben. Ich war allein mit ihm.
Dann kann es nicht Armin gewesen sein. Der Versuch, mich an den Ort zu erinnern, wo mir ein Glas warme Limonade angeboten wurde, von jemandem, der sich Bolyanov nannte, in Wahrheit aber Jepischew, nein, pardon, Pawlowski war. Das war zu viel für meine wunden Hirnzellen. Blieb nichts anderes, als mich zurückzulehnen und meinen leeren Kopf der Landschaft folgen zu lassen, während der Jeep die nicht existente Straße entlang raste und Staub auf die Lehm- und Steinhäuser wirbelte, die immer zahlreicher wurden, als wir in die Stadt gelangten. Aussteigen, Ungläubiger! Ich will meinen Jeep nicht schmutzig machen. War hart genug, ihn zu stehlen. Rote Ziegelsteine. Was? Ein rotes Ziegelsteingebäude. Wieso erinnerst du dich jetzt plötzlich daran? Weil ich nirgendwo ein anderes rotes Ziegelsteingebäude sehe. Hier scheint alles aus Lehm und Holz gebaut zu sein. Dann ist es der Freundschaftspalast. Es war klar, dass ich eminent überflüssig wurde, sobald wir den Freundschaftspalast erreichten und sie sich vergewissert hatten, dass es der richtige Ort war. Wirklich schade, dass ich dich töten muss. Irgendwie fing ich an, dich zu mögen. Nun, alle Liebesgeschichten enden früher oder später unglücklich. Ich fing auch an, dich zu mögen, Mukhtar, und war überzeugt, du seist ein schlauer Anführer. Bis jetzt. Was willst du damit sagen? Du glaubst doch nicht wirklich, dass deine Männer weiter als bis zum Eingangstor kommen, wenn Pawlowski da drinnen ist. Warum nicht? Mach die Augen auf, mein Freund. Schau dir den Weg zu dem Gebäude an. Und was soll ich da sehen? Fahrzeugspuren, ganz besondere. Panzer. Sowjetische T-54A, wenn du mich fragst. Früher als erwartet. Das heißt, du bist unterlegen, Mukhtar. In das Gebäude kommst du nicht rein. Glaubst du? Mach deine Augen auf, Ungläubiger. Sie kamen so raubtierhaft leise, dass keine Beute sie auch nur hätte atmen hören können. Die stolzen Mujahedin. Aber du willst Pawlowski doch lebend. Du willst keinen Schusswechsel, den deine Männer nicht gewinnen können. Wer da reingeht, muss reingelassen werden. Es gibt in diesem Jeep nur einen, der eine Chance hat. Ach so, du. Woher weiß ich denn, ob du ihn wirklich rausbringst, Ungläubiger? Du hast gar keine andere Wahl. Und wie willst du das meistern? Nun, jedenfalls nicht ohne die kleine Kokosnuss an deiner Hüfte als Begleiter. Die Handgranate. Kannst du damit umgehen? Als Kinder spielten wir in meinem Slumviertel Fußball damit. Da hinten in dem Lastwagen haben wir Bazookas. Wenn du in 5 Minuten nicht mit Pawlowski rauskommst, jagen wir das Gebäude in die Luft. Zusammen mit dir. Ich habe leider meine Uhr verloren. Dann zähl die Sekunden im Kopf. Die Zeit läuft. 5 Minuten? In so kurzer Zeit kann ich das nicht schaffen. Ach, wirklich nicht? Marlow könnte das. Inshallah, Marlow. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte noch nie eine Handgranate in der Hand gehabt. Hatte nicht einmal die Gebrauchsanweisung gelesen, die man im Spielzeugladen dazu bekommt. Aber wenn ich ein Mujahedin AK-47 in das Gebäude gebracht hätte, wäre das von dem Türsteher in roter Armeeuniform vor dem Eingang zum Freundschaftspalast vielleicht als mögliche Unruhestiftung missverstanden worden. Stattdessen benutzte ich einfach Mukhtars Kokosnuss als Türöffner. Nachdem ich den Torwächter in den Schlaf gesungen hatte, kalkulierte ich nach meinem Herzklopfen, dass schon mindestens 12 der 5 Minuten vergangen waren. Bald würde es rote Ziegelsteine regnen. Und was von meinem besseren Instinkt übrig war, sagte mir, einen Keller zu suchen. Einen unterirdischen Gang, den es in einem offiziellen sowjetischen Gebäude immer gab. Die Panzerspuren in der Auffahrt erzählten eine Geschichte. Aber die Leere des Freundschaftspalastes erzählte eine andere. Was immer in dieser kabulischen Nacht stattfand,
fand eindeutig nicht hier statt. Im obersten Stockwerk des Gebäudes war noch eine letzte Tür. Eine, die ich wiedererkannte. Und es war keine Zeit zu verlieren. Nun, Armin, komme ich rechtzeitig zum Klassentreffen? Du? Ich dachte, sie hätten dich getötet. Wer? Jebischew und seine Henkersknechte. Komisch, ich dachte, sie seien hinter dir her. Ich sollte dich doch vergiften, nicht wahr? In der Tat, ich bin dankbar, dass du es nicht versucht hast. Ich habe keine Zeit, Armin. Ich will Pawlowski. Wen? Den, der sich selber Borjanow nennt und den du Jebischew nennst. Wie du siehst, bin ich bewaffnet. Was lässt dich glauben, dass du mir drohen kannst? Diese kleine Kokosnuss, Kumpel. Eine Handgranate. Noch bevor du entsichert hast, habe ich den Sicherungsstift gezogen. Ich weiß übrigens nicht, worauf ich noch warte. Also, was sagt man hierzulande, wenn man sich von jemandem verabschiedet? Na, sag es. Inshallah. Ja, Inshallah. Also... Nein! Zieh den Stift nicht raus! Dann leg die Waffe auf den Boden und schieb sie mir sanft zu. Ganz sanft. Was für ein Schätzchen von Waffe du da hast, Armin. Eine sowjetische 9x18 Makarov. Ein Geschenk? Von Brezhnev persönlich. Jetzt weißt du, mit wem du es zu tun hast. Ich rate dir... Nein, keine Ratschläge, bitte. Davon bekomme ich Nesselfieber. Ich... Halt's Maul und geh die Treppe runter. In ein paar Sekunden werden uns die Mujahedin zu Kleinholz machen. Mujahedin? Lieferst du mich den Mujahedin aus? Nun, sie wollten Pawlowski oder Borjanow oder wer immer das ist. Aber sie machten sich Sorgen um ihre Sicherheit, Herr Präsident. Sie werden also froh sein, den Zweitbesten zu kriegen. Sie werden mich töten! Ihren eigenen Präsidenten töten? Bitte! Ist nicht mein Problem, Kumpel. Bitte! Übrigens, für wen arbeitest du eigentlich? Die Dinge ändern sich. Ständig. Man weiß nie. Allerdings. Also vorwärts. Und wo ist Pawlowski? Raus damit! Er ist im Touchback-Palast. Operationen leiten. Was für Operationen? Ich dachte, du bist beteiligt. Weißt du es wirklich nicht? Ich kann Geheimnisse nicht gut für mich behalten, Kumpel. Darum erzählen mir die ganz Großen nur Bubkes. Vorwärts, schnell! Nicht schießen, Oskar! Du solltest Pawlowski rausbringen! Der ist essen gegangen! Ich bringe dir den Trostpreis! Begrüßt man so die Präsidenten hierzulande? Ein Stoß mit dem Gewehrkolben in die Magengrube. Er ist nicht Armin. Das ist Zawari, Chef der Geheimpolizei. Er arbeitet für deine Seite. Wo ist Pawlowski, Verräter? Schneid ihm die Ohren ab. Warte, warte! So. Er hat mir gesagt, dass Pawlowski in einem Palast ist. Touchback-Palast. Leitet irgendwelche Operationen. So, dann sind Sie hier. Früher als erwartet. Du hast deine Mutter für ein Beutelrubel verkauft, Zawari. Du hast keine Chance, Gwardani. Sie stürmen schon den Palast. Und was habt ihr mit dem echten Präsidenten Armin gemacht? Der ist zur Hölle gefahren. Grüß ihn von mir. Warte! Was ist mit mir? Du solltest das Land verlassen. Schleunigst. Von nun an sind Russen hier bevorzugte Zielscheibe. Das würde ich ja gern, wenn ich wüsste, wo die nächste Haltestelle für den Bus nach Moskau ist. Aber mach dir keine Sorgen um mich, Mukhtar. Oder bist du Qatani, wie dich der Ex-Geheimdienstchef eben genannt hat, bevor er hinüber in die bessere Welt gegangen ist? Ich komme gewöhnlich ganz gut klar. Vielleicht lebe ich sogar länger als du. Wer weiß? Vielleicht. Inshallah. Inshallah! Es war, als wäre ein Gewicht von meinem Gehirn und ein Schleier von meinen Augen genommen worden. Die Frage, wie bin ich hierher gekommen, schien wichtiger zu sein als, wo bin ich hier? Ein paar Kilometer von mir entfernt war die Operation, von der Armin gesprochen hatte, in vollem Gange, mit grellen Lichtern, die den Palast des Präsidenten oben auf dem Hügel erleuchteten
Und die einzige Person, die wusste, wer ich bin, musste irgendwie verantwortlich sein für das, was immer da oben vorging. Und mein einziger Freund in dieser Welt war eine 9x18mm Makarov. Brüderliches Geschenk an Zawadi. Bis vor 3 Minuten Chef der afghanischen Geheimpolizei. Zenit an Alpha, Zenit an Alpha. Position melden, Ende. Alpha an Zenit. Wir bewegen uns langsam in den Abwehrlauf. Viele unserer Leute sind gefallen. Der Palast ist besser bewacht, als wir dachten. Sieht nach Mujahedin aus. Wie viele? Circa 100. Greift sie nicht an. Unser Ziel ist der Palast. Deckung wird unterbrochen. Nied! Ich kann Anweisung nicht mehr hören. Du bist zu weit weg. Was zum Teufel geht hier ab? Der Laster bewegt sich. Fahrer! Was zum Teufel machst du? Ich habe keinen Befehl gegeben, die Position zu ändern. Fahrer! Ich dachte nur, wir könnten einen kleinen Mitternachtsausflug in die örtliche Oase machen, Scheherazad. In so einer mondbeschienenen Märchennacht da. Du! Was ist mit meinem Fahrer passiert? Oh, er unterhält gerade 72 Jungfrauen im Paradies. Idiot, es geht andersrum. Naja, ich war nie besonders gut in Mathematik. Wende diesen Laster sofort. Ich kann leider den Rückwärtsgang nicht finden. Ich habe in alter Zeit nur ein Moskauer Taxi gefahren. Ist dir klar, dass wir mitten in einer Militäroperation sind? Ja, alle diese Leichen und Schießereien ließen darauf schließen, mein Schatz. Also dachte ich, ich hole dich da raus und bringe dich an einen hübschen, sicheren, romantischen Ort. Ich will nicht weg von hier. Ich kommandiere diesen Teil der Operation. Dreh um. Meine Männer werden uns folgen. Auch das bezweifle ich. Sie sind anderweitig beschäftigt. Oder tot, oder beides. Aussteigen, Prinzessin. Ist dir klar, was... Psst. Du wächst die Kamele auf. Bist du bewaffnet? Fass mich nicht an! Ich wette, das sagst du zu allen Jungs. Vorwärts. Wo bringst du mich hin? Weg von dem Laster. Für den Fall, dass da ein Mikrofon drin versteckt ist. Wirst du mich töten? Nein, das Vergnügen überlasse ich den Mujahedin. Im Augenblick will ich nur wissen, was hier abgeht. Streng geheim. Falsche Antwort. Ei! Sie werden gleich da sein. Und das lässt uns sogar noch weniger Zeit. Also, zuerst die Ohrfeige oder zuerst die Antwort? Operation Sturm 333. Bekräftigung des 20-Jahres-Freundschaftsvertrags zwischen Afghanistan und der Sowjetunion. So lautet der offizielle Titel. So, so. Eine brüderliche Operation. Und all diese sowjetischen Truppen in Uniformen ohne Abzeichen? Eine anonyme Operation eben. Ah, ja, ja. Das Wort kenne ich. Ich bin auch anonym und war es seit dem ersten Tag. Aber ich bin hier und ich weiß noch immer nicht, warum. 1, 2, 3. Ich bin es nicht gewohnt, Frauen zu erschießen, Scheherazad. Ich bin Atheist. Aber ich war in meinem Leben nie glücklicher als dann, wenn ich die Gelegenheit hatte, gegen meine Religion zu handeln. Also, raus mit der Sprache. Du warst die Vorhut. Du solltest Taraki für Zawari vergiften, dann Zawari im Glauben, er sei Amin. Er arbeitete für uns, aber Moskau wollte ihn aus dem Weg haben. Das alles würde unser Vorwand für den Angriff sein. Um die brüderliche afghanische Regierung von einem Aufstand zu schützen. Und du hast Amin mit dem Shogak vergiftet. Das Fläschchen, das du mir gestohlen hast, während du die Kuschelfee spieltest. Es hat aber nicht gewirkt. Er wurde erschossen. Weißt du, Zuckerpuppe, da ist noch so eine dieser bohrenden Fragen, die mir ein Loch in die Zunge brennen und die ich nicht loswerden kann. Warum ich? Warum zum Teufel bin ich hier, mitten in diesem Zirkus? Du warst nur eine von Dutzenden. In diesem Augenblick sind sie überall in Afghanistan. Provokateure. Wir haben alle geheult, die Unruhe stiften konnten. Degradierte KGB-Agenten, gedungene Mörder, Drogensüchtige. Religiöse Muslime mit Groll gegen rote Afghanen wie Amin. Wir öffneten die Gefängnisse und die Psychuschkas nur, um die Dinge aufzumischen. Wir heulten den Abschaum der Menschheit, Malov. Und du wurdest uns wärmstens empfohlen. Bring mich nicht um. Dich umbringen? Ich? Was ist das für ein Geräusch? Das hier? Der Schlüssel von deinem Laster.
Du willst doch zurück zu deinem dreckigen Job. Und du? Bin noch nicht sicher. Vielleicht biete ich den Mujahedin meine Dienste an. Wozu denn das? Um zu helfen, dich und deine Jungs aus ihrem Land zu vertreiben. Vielleicht. Nun, ein zwangloser Bummel in der mitternächtlichen Wüste, voll heulender Schakale, dutzende Kilometer von dem entfernt, was manche Leute Zivilisation nennen, war genau das Richtige nach einem harten Arbeitstag im Büro. Was machte es aus, den ganzen Weg zurückzulaufen? Zurück? Ich konnte natürlich in die entgegengesetzte Richtung gehen, aber konnte ich wissen, wie lange es dauern würde, um irgendwo hinzukommen von hier aus? In dieser Richtung konnte ich den Spuren des Lastwagens folgen, zurück dorthin, wo die sowjetische Invasion des brüderlichen Afghanistan gerade begann. Ja, den Spuren von KGB-Leutnant Karina Balaschowa folgen, alias Jasmina, der Masseuse und Kommissarin der Geheimoperation Zenit. Jasmina, alias Karina Balaschowa, arbeitete als Doppelspitze mit dem Kommandanten der russischen Landstreitkräfte Ivan Pavlovsky zusammen, alias Jepischew, alias Borjanow. Und dessen Männer erschossen gerade Präsident Hafizullah Amin. Für mich war aber dieser Amin kein anderer als der inzwischen gestorbene Geheimpolizist Asadullah Zawari, erschossen von Jalaluddin Qahtani, Mujahedin-Oberboss, der unter dem Pseudonym Mokhtar lief. Ja, so viele Namen. Niemand in diesem Mordzirkus schien zu sein, wer er sein sollte. Nur ein Name ragte als klarer Stern aus all den schmutzigen Künstlernamen heraus. Marlow. War wieder Marlow. Was konnte daran falsch sein? Inshallah, Marlow von David Zelmayrowitz. Marlow, Udo Schenk. Amin, Taifun Bademsoy. Jasmina, Marina Weiß. Mukhtar, Fatih Çivikoğlu. Borjanow, Mark Zack. Und in weiteren Rollen Flavius Beutke, Harun Çiftçi, Timotheus Eller und Egmont Davinoga. Musik Bernd Keul. Technische Realisation Matthias Fischenich und Mechthild Austermann. Regieassistenz Sascha von Donat. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015. Dramaturgie Georg Büren.